Topolele ist die erste smarte Ukulele der Welt. Was sie so smart macht, sind die 72 ins Griffbrett eingelassenen LEDs, die ihr hier einmal aufleuchten seht. Ansonsten haben wir hier einen Body aus Ahorn, also der untere Teil der Körper besteht aus Ahorn. Hier haben wir einmal den Hals und das Kopfteil, die bestehen aus Fichte. Und an sich muss ich sagen, für eine Einsteiger-Ukulele, um die 85 Euro kostet die zurzeit, ist die Verarbeitung doch schon echt top. Wir haben hier eine sehr schöne Stimmmechanik, die sehr leichtgängig ist, haben standardmäßig 4 italienische Aquila-Nylon-Saiten drauf, haben hier an der Seite dann einmal einen Micro-USB-Eingang, über den der 800 mAh starke Akku geladen wird, mit dem die LEDs dann betrieben werden. Dann hier noch eine kleine LED, die uns verrät, ob gerade eine Bluetooth-Verbindung gesucht wird, und hier den Ein- und Ausschalter. Das ist erstmal die Ukulele. Wir bekommen neben der Ukulele aber auch noch ein paar Sachen, die möchte ich euch jetzt auch mal zeigen. Und zwar haben wir hier einmal eine Tragetasche, wo wir die Ukulele reintun können, wenn wir irgendwie mal unterwegs sind. Und in der Tasche befindet sich dann auch noch ein kleines Fach mit Reißverschluss, in dem man verschiedene Sachen verstauen kann, die auch schon dabei sind. Einmal das Ladekabel, Micro-USB auf normales USB, kann man also an der Powerbank, am Rechner, wo auch immer anschließen. Dann haben wir hier einmal 4 Ersatzseiten, also einmal ein ganzer Satz. Dann noch 2 Plektren, die sich hier drin befinden. Einmal eine chinesische Bedienungsanleitung. Und zu guter Letzt ein Capodaster. Falls ihr nicht wisst, was ein Capodaster ist, das könnt ihr einfach an die Ukulele dran machen. Und es ist dann so, als würdet ihr mit einem Finger in einem Bund alle Saiten gleichzeitig greifen. Ihr könnt also höher spielen und habt dann aber noch alle 4 Finger frei. Kommen wir zum Wesentlichen der App, mit der das Ganze dann erst richtig Sinn ergibt. Wir müssen uns hier einmal anmelden, das machen wir mal eben. Wenn wir unseren Account eingerichtet haben, drücken wir hier einmal an der Seite den Knopf, halten den für ein paar Sekunden, um das Bluetooth der Ukulele einzuschalten. Die wird dann auch hier direkt gefunden, mit der verbinden wir uns dann einmal. Dann müssen wir die Ukulele einmal stimmen. Wir sehen hier auf dem Griffbrett auch, welche Seite das ist. Uns wird das da angezeigt und haben dann hier in der App eine Übersicht. Wir machen das jetzt einfach mal. Eins ist diese hier. Okay, das passt. Können dann hier jetzt einmal auf Preparation gehen. Und da bekommen wir dann so ein paar Sachen. Einmal Overview. Da kriegen wir jetzt einfach so eine kleine Einführung der Geschichte der Ukulele. Wenn man sich schon ein bisschen auskennt, ich spiele zum Beispiel ein bisschen Gitarre, kann man auch das Ganze überspringen und direkt zum ersten Song bzw. den ersten Griffen übergehen. Gehen wir einfach mal drauf auf Practice, nehmen uns die Gitarre bzw. die Ukulele und kriegen dann hier auch schon die ganzen beleuchteten Frets, die Bünde angezeigt. Das überspringen wir jetzt mal und kriegen dann erstmal angezeigt Finger 1, 2, 3 und 4. Okay. Und sagen, oh, wir müssen jetzt C spielen. C ist mit dem dritten Finger, dem Ringfinger, hier auf der ersten Seite im dritten Bund. Und die App erkennt das alles über das Mikrofon. Drücken wir auf Start. Okay. You will be guided to practice different fingerings and chord switchings over time. Okay. Und dann muss man einfach anfangen zu spielen. Und man kriegt halt jetzt hier immer angezeigt, wo man greifen muss. Ich fand es am Anfang sehr verwirrend, wenn man auch irgendwie hier drauf gucken muss, aber irgendwie auch auf die App. Und jetzt wird man hier in so einen Song reingeschmissen. Ich finde es ein bisschen verwirrend, weil der Takt, den man dazu kriegt, und dann das, was man angezeigt bekommt, nicht auf die 1, 2, 3, 4 ist, sondern immer auf eine und, wenn man es jetzt wirklich spielen würde. Also man würde da zählen mit Achtel, 1 und 2 und 3 und 4 und. Und hier kommt man eigentlich immer auf die und. Deswegen für mich, wo ich ein bisschen Ahnung von Noten und Gitarre spielen und sowas habe, etwas verwirrend. Für den Einsteiger aber denke ich nicht so das Problem. Man bekommt dann hier auch eine Prozentzahl angezeigt, wie viel man richtig bekommen hat, kann auf Weiter drücken und auf Practice könnte dann das Lied spielen. Das überspringen wir jetzt aber einfach mal. Und so geht es dann hier immer und immer weiter. Man kriegt verschiedene Lieder, verschiedene Anschlagtechniken und sowas. Die kann man dann alle lernen. Man kann aber auch hier in eine Song Library reingehen und sagen, ich will jetzt Lieder spielen, die kenne ich. Zum Beispiel haben wir hier Someone Like You von Adele oder irgendwas von La La Land. Ich habe den Film noch nicht gesehen und können dann hier auch nochmal Easy, Normal und Hard. Wir wählen jetzt mal einfach Easy aus, könnten dann hier auch noch suchen, was wir denn spielen wollen. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir suchen Somewhere Over the Rainbow.
kriegen dann hier in den Ladescreens auch noch so kleine Tipps angezeigt. Wir sollen alle 30 Minuten aufhören zu spielen, um unsere Finger zu entspannen. Gerade am Anfang verkrampft man sehr schnell. Man ist vielleicht auch noch nicht gewohnt, den Druck auf den Saiten. Und sieht dann hier auch nochmal, was man für Chords, also was für Akkorde, was für Griffe man spielen muss. Gibt es hier sogar auch nochmal einen Practice-Modus, wo man die Geschwindigkeit verändern kann, um es dann eben nochmal in Ruhe zu lernen. Es gibt da echt sehr, sehr viele Songs. Am Anfang gab es nur chinesische Lieder, mittlerweile eben auch viel auf Lieder, die hierzulande bekannt sind, ausgelegt. Man kann hier dann nochmal über Tools den Tuner, also das Stimmgerät, aufrufen, verschiedene Griffe sich nochmal anzeigen lassen. Wenn man jetzt drauf drückt, dann kriegt man die hier auch auf der Ukulele angezeigt. Und man könnte sich dann hier Dazzle, das ist einfach, wenn man irgendwie was spielt und das aktiviert, dann leuchtet es einfach bunt, damit es cool aussieht. Also wenn man dann darüber hinweg ist, dass man drauf gucken muss, hat man einfach so irgendwie ein cooles Feature. Gibt es einmal als Wave und einmal als Linear, sieht dann ein bisschen anders aus, ist eine kleine Spielerei. Man kann sich hier aber auch noch, was ich nützlich finde, eigene Chords einprogrammieren. Sag ich mal. Man soll hier noch irgendwo seine eigenen Lieder aufnehmen können, das konnte ich jetzt leider nicht finden. Vielleicht kommt es noch im Nachhinein oder ich bin gerade einfach nur zu blöd, das zu finden. Ich finde die Ukulele sau cool. Für 85 Euro kriegt man hier doch echt einiges geboten und selbst wenn man die App irgendwann komplett durch hat, hat man hier immer noch eine Ukulele, die sehr gut aussieht und vor allem eben auch gut klingt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Ukulele haltet. Würdet ihr euch die kaufen? Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, hier geht's zum nächsten Video. Direkt darunter könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Lasst uns doch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.